Genau gesehen. Ich bin mit einem anderen Traktor vorgefahren und der Max hat gesagt, er macht nur was fertig und kommt gleich nach. Und wie er dann 20 Minuten nicht nachgekommen ist, habe ich mich so gemacht und dann bin ich schauen gefahren und dann habe ich es gesehen. Und der Max war das erste Mal ganz allein mit einem neuen Traktor unterwegs. Das ist ja für den Buben kein Problem, der kann das. Und Sie müssen auch berücksichtigen, Ihr Sohn war fort, war stark alkoholisiert. Ja, mei, die Buben gehen halt fort, so ist es. Weiters war die Wiese nass, er ist unter Zeitdruck, hat unter Zeitdruck gestanden. Mein Bruder liegt im Koma und Sie machen mir dort Vorwürfe. Ist das eigentlich das Einzige, was Sie kennen? Ist das das Einzige, was Sie da wollen? Ist es was? Ich brauche solche Leute wie Sie nicht auf meinen Hof. Schleichen Sie sich, Sie gerne fremden Personen. Na, sowas fein. Nach Schilderungen des Vaters ereignete sich der Unfall am 24. Juli 2015 um 9.30 Uhr.
zum Hof zu bringen. Er saß auf seinem Traktor, welcher den Anhänger zog. Du weiter! Max gab ordentlich Gas. Das Wichtigste zwischen Boden und Gerät sind die Reifen. Die Reifenprofile von Traktor und Anhänger waren ausreichend. Auch der Reifendruck war in Ordnung. Bring endlich Amoros weiter! Ha? Max hat bereits seit dem frühen Morgen hart gearbeitet. Eine Pause hatte sich noch nicht gegönnt. Er war zwar etwas müde, aber während der Arbeit spürte er die Müdigkeit kaum. Verhängnisvoll sollte sich allerdings der intensive Regen in den letzten Wochen erweisen, welcher den Boden enorm aufweichte. Gib Gas, ha! Max lud etwas mehr auf den Anhänger als gewohnt. Die große Last des Anhängers, die Hangneigung und das ungewohnte Fahrverhalten des Traktors führten zu einem folgenschweren Ereignis. Max verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und den Anhänger. Der Anhänger überschlug sich zuerst. Der Druck führte zu einem mehrfachen Überschlag des Zugfahrzeuges. Die ungesicherten Ballen kullerten den Abhang hinunter. Der Traktor und Anhänger waren ein Totalschaden. Max blieb in der Kabine bewusstlos liegen. Wieso liegst du mitten auf Straßen? Muss da vorstellen, war ich jetzt beim Traktorunfall dabei. Wieso kannst du nicht einmal daheim bleiben? So na, bleibt man vital. Ach, boah. Dankeschön. Na, wirklich wahr, muss ich dich da auf die Straßen auslesen? Du, jetzt haben wir Buchclub. Ja, ja, bin eh schon bereit. Oh Gott, grüß Gott. Entschuldigung. Waren Sie beim Grombauer, gell? Wir hätten eine Frage. Gibt's was Neues von Max? Meine Damen, ihr unterliegt einer strengen Schweigepflicht. Ich darf Ihnen leider gar nichts sagen. Ja. Achso. Ja, Ängste? Ja, wenn man gleich fast schon zur Familie gehört. Ich kann da leider wirklich keine Ausnahme machen. Da müssen Sie Verständnis ja haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ebenfalls. So, eine Gosse. Als ob Sie uns nicht sagen können. Also behinderten Sie wir dazu. Behindert meine ja Rede. So sag ich immer. Du, aber jetzt gehen wir. Ja. Nimm dein Felsen mit. Ja. Was? Da musst du alles schon mal her. Ja. Ja, grüß dich, Nanna. Ja, halt ein bisschen was. Nein, hey, ciao. Bist du sicher? Nein, mach mal. Warte, lass mich jetzt mit Neini sitzen. Ihr habt überhaupt keine Sorgen. Mein Bub wird vielleicht nie wieder einen
mein Bügelzimmer sicher schei um mich. Aber nicht, wenn ich neidrig bin, nur zur Vorsorge. Aber meide der Malade, ich sag's euch. Wie es da der Hund zugeht, das will ich ja gar nicht wissen. Nein, das will man sich nicht vorstellen. Er soll so viele Depressionen haben, Streiten den ganzen Tag. Und letztens habe ich wieder gesehen, rein zufällig, dass sie mit zwei Kiebel Lagschlausen ausmacht. Ich hab's auch beim Spar letztens gesehen, mit drei Kisten im Einkaufswagen. Aber mich wundert das ja nicht. Bei deren Problemen, der Buben kommen, an Botzen schulen. Ja, wie soll das da weitergehen? Und wisst ihr was? Da war der eine, der seiner den Traktor verkauft hat. Ah ja! Der war auch da. Mit dem großen Auto, gell? Genau, ist mir gleich aufgefallen. Der angeschleckte mit den fettigen Haaren. So ein Schiffsmantel. Meine Liebe, auf mich tritt gleich ein, Christoph, Frau Grombauer. Ja, der Herr Grombauer. Meins, komme ich genau zur Mittagszeit. Das ist mir natürlich unangenehm. Oder auch nicht, gell? Mein, jetzt war ich gerade in der Gegend. Schau, ich hab's selbst da. Ein Traum. Die Berg. Wunderbar. Hat Ihnen irgendwer erlaubt, auf meinem Tisch zu sitzen? Mein Herr hat's irgendwann einmal manieren, ha? Und was tun Sie eigentlich da? Ja, wie gesagt, ich war in der Gegend. Ein Hof haben Sie auch so anscheinend. Ach, ja. Warum ich da bin, ich komme mal auf den Punkt. Ja. Vertrag ist Vertrag. Es sind leider erst 30% vom Traktor angezahlt worden und der Rest war halt noch ausständig. Ihr Traktor! Und Sie! Ja. Sie sind schuld, dass mein Bub im Koma liegt. Koma? Wären Sie nicht gewesen, wäre das alles passiert und meine Familie wäre noch komplett. Ja, Familie Grombauer, das tut mir natürlich leid, das habe ich nicht gewusst. Das glaube ich Ihnen auch nicht. Ja, glauben hin oder her und leid tun hin oder her, aber ich brauche halt mein Geld. Wissen Sie was? Stecken Sie jetzt hier in Ihr Scheißgeld woanders hin. Es ist mir wurscht. Oder rauben Sie eine Bank aus, wenn Sie unbedingt was brauchen. Nehmen Sie woanders kriminell her. Aber brauchen Sie nicht auf die Armen herumhocken, oder? Nein, das geht was. Ich gehe, aber ich komme wieder mit meinen Augen. Das ja, schauen wir uns an. Auf Wiedersehen, das schauen wir uns an. Kann man mal da helfen? Geht's dann einmal? Ja, ja. Mein Gott. Als ob der das nicht gewusst hat. War überall in der Zeitung. Fernsehen war es auch überall. Kann man doch mehr helfen, ich komme ganz einig. Das sind nicht mehr die Waren. Das sind Zubinden. Die Mantelschürzen. Die zum Binden, ja. Die alten Mantelschürzen. Aber probiert hier mal mit den Kindl aufs Klo, gell? Deswegen hab ich das los. Ich versteh die. Ja, so. Wie gesagt, kein Wunder, dass der hier zauft. Von Gasthaus. Steht da immer. Hab ich auch gesehen. Hab ich auch schon gesehen. Dem ist er komplett deppert werden. Da hat er dann nur mehr streiten, saufen, was auch unter sich da ja gleich gar nicht mehr. Mein, bring mir jetzt noch ein Bier her. Ich hab grad gekocht, ist mir was Gescheites. Weißt du, wie wurscht mir das ist? Bring mir jetzt ein Bier. Was tut das? Was ist das für ein Lied? Wie weißt du mit mir? Ich tu ja eh alles. Schön, was du alles tust. Das ist alles aus deiner Sicht. Weißt du, wie wurscht mir das ist, was du tust? Dein Geld, dein Wirtshaus, ist das Einzige, was für dich zählt? Ich kümmere mich allein, ich komme die ganze Wirtschaft, dir ist doch alles egal! Was mir ist alles egal! Verschwind! Ich nehme das hier gleich zu Herzen. Dein Gejammer jeden Tag, Tag ein, Tag aus, Hermann, dein Semperei daheim an. Verschwind! Ich brauche sowas jetzt nicht auch noch! Hast du recht? Lass mich von allein! Du weißt, du musst nicht schuldigen, du kannst ja gerne daheim bleiben.
Ja, aber ich brauche die doch auch am Hof. Schau, der Papa hilft mir nicht, der Maxl ist nicht mehr da. Was soll ich machen alleine? Ja, wenn ich daheim bin, hilf ich euch eh. Gelena, überleg's dir doch. Ich übernehme den Hof später sicher nicht. Das war nie geplant. Das war immer Maxl sein. Bitte, lass mich nicht tun im Stich. Das gibt's ja wohl nicht. Ich bin nicht zweite Wahl, nur weil der Maxl nicht mehr da ist.